Jetzt. Jo, Freunde. Ja, wir haben wieder ein neues Paket bekommen. Wir wollen euch nicht auf die Folter spannen. Es ist natürlich wieder mal etwas Großes, Langes. Ja, so ein Ding bekommt ihr zugeliefert, wenn ihr dort bestellt bei Amazon. Wir fetzen das nur mit unserem neuen Messer, was wir da natürlich nicht verlinkt haben. Zack, guckt euch das an. Mensch, Batman braucht eine halbe Stunde, um das Ding aufzumachen. Na, ist egal. Was ich vorher nicht gezeigt habe, der Ding ist so scharf, also ich bin überhaupt auch nicht enttäuscht darüber. Sieht man das, Kollege? Guck mal kurz. Also, ich habe damit vorhin ein bisschen rumgespielt. Ja, man kann da winzigste Schnipsel absensen. Also, das Ding ist, ich war überrascht, ne? Also, sage ich bloß, kann man bestellen. So, aufmachen das Ding. Fetzt man das hier schön auf. Oh, Werbung ist auch noch mit bei. So. Ja, muss aber mal noch eins dazu zu sagen. Die bewerben das mit. Haben die es wirklich so richtig genannt? Wie hieß denn das Original? Zatoichi? Oder. Kollege, guckt doch mal gerade mal rein bei Amazon. So, schönes Päckchen jedenfalls. Zack und weg. Dazu ist nämlich noch was zu sagen. Ich habe das Ding nämlich empfohlen, weil ich dachte, ich habe dasselbe. Nur ein bisschen Werbung nochmal dabei. Ja, der Shogun, so heißt der Versand hier. Könnt ihr schön bestellen. Ach, Gutscheincode. Oh, naja. Bis das jemand gesehen hat, ist ja auch schon abgefragt. Schön. Schöne Werbung. Okay, super. Hast du mal geguckt? Was steht denn da oben als Beschreibung? Bla bla bla. Wie heißt das Ding? Satoshi-Katana, genau. Deswegen habe ich das empfohlen. Es ist ein schöner Stahl mit bei, aber Leute, 49,90, das ist eigentlich kein Geld. Erwartet nicht zu viel. Für ein Schwert ist das eigentlich ein Schnäppchen. Bloß ich habe gedacht, ich habe dasselbe zum ähnlichen Preis bestellt. Meins sieht auch eigentlich fast genauso aus. Ich würde sagen, meins ist ein Ticken kürzer. So, wir öffnen das mal kurz. Es ist wirklich ein schwerer Stahl. Und scharf geschliffen, wenn es kommt. Bloß im Film, worauf sich das Schwert ja bezieht, ist das eigentlich rot. Weinrot. Und das ist schön schwarz. Ja, das hat mich jetzt gestört, weil dasselbe, was ich schon habe, das ist im Weinrot gehalten. Naja, ich habe jetzt erst im ersten Moment gedacht, auf dem Foto war es so ein bisschen. Ja gut, man sieht, dass es schwarz ist. Ist ja auch egal. Jedenfalls das Schwert im Film ist weinrot. Das ist schönes Holz. Es ist schwer, stabil. Eine Beschriftung ist nicht drauf. Wir werden das zu gegebener Zeit mal mit meinem, was ich vor 3, 4 Jahren gekauft habe, mal vergleichen. Mensch, ich dachte, ich habe hier irgendwie japanische Schriftzeichen drauf. Das müsste ich dann nochmal vergleichen. Aber wie gesagt, die Dinger sind echt scharf. Damit können wir mal einen kleinen Schnitttest machen. Melone lässt grüßen. Vielleicht auch mal eine Kokosnuss. Naja, das Übliche eben. Hier ist Wachs drauf. Das Wachs schmiert. Und wir werden das noch ein bisschen reinigen. Aber wie gesagt, das Wachs ist hier drinne, um die Klinge zu schützen. Da wird man eine Weile dran rumputzen. Ansonsten finde ich das Ding schön. Es steckt fest drinne. Naja, und im Film tut halt der blinde Samurai damit umherwandern. Benutzt das als Krückstock und gewinnt natürlich gegen alle, die ihm entgegentreten. Warte, jetzt. Link in der Beschreibung. Der Kameramann hat gemeint, er verlinkt es. Bitteschön. Ich lasse mich überraschen. Also ich sag euch, das könnt ihr kaufen. Der Preis ist okay. Ihr bekommt ein schweres Schwert, was scharf ist, was bestimmt auch bei der Zombie-Apokalypse gute Dienste leisten wird. Und zumindest Melonen kann man damit klein schneiden. Ansonsten bitte mal liken und auch mal abonnieren, Freunde. Tschüss.